Wir haben nun seit letztem November keine Gäste mehr auf unserem Hof empfangen dürfen. Das hat bei uns zu enormen Umsatzverlusten und Liquiditätsengpässen geführt. Auf die versprochenen Überbrückungshilfen konnte man sich bis heute auch nicht verlassen. Wir fordern daher den Beherbergungsbetrieb für unsere Ferienwohnungen auf unseren Höfen wieder zuzulassen. Bereits im letzten Jahr haben wir für den Hof ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, was uns viel Zeit und Mühe gekostet hat. Wir konnten damit den Kontakt der Gäste auf dem Hof größtmöglich verhindern. Außerdem bietet der Hof genug Platz, sodass es nicht zwangsläufig Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Haushalten gibt. Unsere Gäste waren sehr verständnisvoll und haben sich an alle Schutzmaßnahmen gehalten, sei es in Bezug zu anderen Gästen oder dem Aufenthalt auf dem Hof. Es gibt somit keinen Nachweis dafür, dass ein Aufenthalt in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellt. Das zeigt, dass der Urlaub in Ferienwohnungen die mit Abstand sicherste Art ist, Urlaub zu machen. Lasst uns öffnen, spätestens zu Ostern.